Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Subnautica. Ja, ich habe gerade nochmal versucht mit Webcam aufzunehmen. Es hat einfach keinen Sinn. Da wird irgendwie wieder mein Nvidia-Dingsbums, was auch immer, wieder hergestellt und das Spiel stürzt ab. Das kann ich vergessen. Das kann ich einfach vergessen. Schade, sei es drum. Ja, deswegen kann das jetzt auch wieder zu Nachladerucklern kommen, weil ich das Spiel jetzt neu starten musste. So, dann können wir jetzt mal ein bisschen weiter erkunden gehen. Ich hoffe ja, dass ich eine neue Umgebung finde. Das ist ja immer so eine Sache. Ich hätte mal lieber so eine Signal... Oh! So viel zum Thema neue Umgebung finden. Caution. Passing safe depth. Dass man hier wohl alles entdecken kann. Auf jeden Fall sind hier schon mal diese fremdartigen Wesen. Die haben wir aber schon mal in meinem alten Let's Play gesehen, also in meinem Let's Test. Diese energieartigen Wesen. In dieser Pilzwelt. Ja, jetzt hätte ich gut so ein Signalding haben, mit dabei haben können. Aber jetzt kann ich auch nochmal umgucken, mich nach Lithium. Und zwar, das habe ich ja, das brauche ich ja unbedingt, um diese Hüllenverstärkung zu finden. Das sieht ähnlich aus wie Quarz, nur lilaner. Vielleicht ist es ja hier irgendwo auf dem Boden zu finden. Da! Ich steig mal kurz aus. Da. Das ist Lithium. Das wächst hier, glaube ich, zu Genüge. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht angegriffen von irgendwelchen Wesen. Ach, das ist deutlich kleiner und auch viel schwerer zu sehen. Aber gut, jetzt weiß ich schon mal, dass hier Lithium-Vorkommen gibt. Hätte ich doch mal eine blöde Signalboje mitgenommen. Ja, ja. Im Nachhinein ist man immer schlauer, nicht wahr? Salz brauche ich jetzt ja nicht unbedingt. Lithium ist um einiges wichtiger. Weil ich sag euch das, ich finde das hier nie wieder. Orientierungssinn gleich null. Wahnsinn. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, die Welt wird ja zufällig generiert, was hier noch alles kommen wird. Was die alles noch vorhaben. Baumpilz. Baumpilzstück. Was man wohl damit machen kann. Ich nehme mal zwei Stücke mit. Das wird meistens dann freigegeben. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die aggressiv sind. Was ist das denn? Was ist das denn? Was bist du? Aber ich glaube, ich muss einmal auftauchen. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ich bin schon auf dem Rückweg. Mein Gott, ich bin richtig tief, ne? Ja. Ich war fast auf 200 Meter Tiefe. Das ist ja schon gruselig, hier aufzutauchen. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Da hinten ist die Aurora und da sehe ich nur noch ein Stückchen davon. Jetzt wollen wir mal wieder runter. Da sieht man mir Gott sei Dank den Seamoth. Und gleich kommt irgendwas und... Weg bin ich. Jetzt möchte ich aber nicht, dass mir das passiert. Lieber möchte ich noch ein bisschen Lithium sammeln. Oh oh. New technology acquired. Ah, sehr schön. Der Schatten, der sah böse aus. Lithium. Ich glaube ja auch, weil ich so tief bin, habe ich deutlich mehr Zeit zum Tauchen. Durch mein... Oh, was haben wir hier?
Schrumpfverstärkungsfragment wird mitgenommen. Das habe ich nämlich noch nicht. Und vielleicht sollte ich das nächste Mal einfach Inventar voll. Verdammt, was kann ich wegschweißen? Den Fisch. Ich lasse dich wieder frei. Oh, den habe ich gegessen. Das heißt, ich trinke so ein bisschen Wasser von dem, was ich zurückgewonnen habe. Ja, da. Ach doch, ich glaube, ich nehme den Seegleiter, damit bin ich um einiges schneller. Aha, Nachladeruckler. Das Spiel ist so faszinierend und ich bin ja auch echt froh, dass die auf jeden Fall Multiplayer geplant haben, der momentan aber nicht zentraler Punkt ist. Es wird noch ziemlich lange dauern, bis sie diesen angehen werden. Aber sie wollen auf jeden Fall irgendwann mal in ganz ferner Zukunft so. Wo ist der Seamoth? Wo ist der Seamoth? Da. In ganz ferner Zukunft wollen sie ja mal den Multiplayer-Modus involvieren. Aber das ist wohl ziemlich scheiße. Das schaffe ich nicht. Doch, schaffe ich. Memo an mich selbst, nie wieder so weit wegfliegen. Fliegen. Warum sage ich mehr fliegen? Wir tauchen hier. Wisst ihr, was ich mache? Ich möchte mir diese Gegend so gerne markieren. Das heißt, ich fliege jetzt an den Rand. Ich tauche jetzt an den Rand dieser Pilzlandschaft. Werde da meinen Seamoth abstellen, dann den Weg mit, hier lasse ich den jetzt stehen, dann werde ich aussteigen und dann den Weg mit dem Seegleiter zurückfahren zu meiner Basis und dann da einen Peilsender herstellen. Tja, wie gesagt, ich bin mal wieder super vorbereitet. Wow. Da fliegt nochmal ein bisschen Metallschrott durch die Gegend. Aber macht ja nichts. Sodele, sodele. Sagt. Ich hoffe, wir treffen auf keine unfreundlichen Wesen. Aber ich denke nicht. Jetzt fahren wir hier noch durch das rote Kraut. Jedenfalls ein kurzes Stück. Da kommen wir hier auch schon wieder in den Unterwasserdschungel. Sieht man meinen Seamoth noch? Hallo? Ja, da sieht man die Seemotte noch. Ich bin aber noch daran gewöhnt, das Ding Seamoth zu nennen. Auch wenn mir die Aussprache nicht so wunderbar gelingt. Ah, da sind wir ja schon. Können wir gleich was in den Fragmentanalyse-Ruhe packen. Und zwar dieses Rumpfverstärkungsfragment. So, packen wir hier mal die ganzen Materialien wieder zurück. Das Paumpilzstück. Ich bin ja mal gespannt, ob ich dadurch jetzt irgendwie was Neues herstellen kann. Ist hier was dazugekommen? Sieht jetzt nicht so aus. Doch, hier durch den Analysierer. Durch den Analysierer habe ich jetzt so ein paar Sachen. Magnesium eigentlich so herstellen? Ja, Salzvorkommen dreimal. Kann ich jetzt ein paar mehr Sachen herstellen? Und zwar hier unter Werkzeug. Und zwar, was kann ich hier? Den Terraformer? Man kann jetzt nämlich richtig krass die Umgebung verändern. Und die Schubkanone, die hatte ich schon vorher. Ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall noch das Schweißgerät machen. Weil man damit Sachen reparieren kann. Wer hätte das gedacht? Leider habe ich, glaube ich, nur zweimal Salz. Ach, ich bin doch so ein Glückskind. Ach nee, hier habe ich noch genug. Magnesium. Dann brauche ich noch einmal Titan.
Und was war das andere? Kann ich... Upsala. Kann ich ja kurz hier gucken. Oder auch nicht. Dafür muss ich woanders gucken. Dann muss ich wohl doch hier gucken. Und zwar das Kracherpulver. Wie konnte ich das denn wieder vergessen? Ja, da war's doch. So. Boah, dieses Geräusch ist echt nicht angenehm. So, jetzt kann ich mir aber das Schweißgerät bauen. Wenn irgendwas kaputt geht, mache ich es damit heil. Aber lass mich raten, lass mich raten. Wo haben wir es? Das hat auch Energie. Schweißfruchtritsch? Ach, ich habe es ja hier mal ein bisschen kaputt gemacht. Das tut mir leid, weil ich mal dagegen gehauen habe. Mit dem Messer aus Versehen. Aber den... Na, das Schweißgerät, das könnte ich gut mal mitnehmen. Aber ich war wegen was ganz anderem jetzt hier, ne? Und zwar, weil ich, einen Peilsender bauen wollte, Mensch. Könnte ich das schon wieder vergessen? Ich nehme mal am besten gar nichts in die Hand. So. Den netten Herr Peilsignal. Titan. Wieso habe ich denn sie... Oh Gott. Wieso habe ich denn gerade Silikon hergestellt? Auch Kupfer und Titan. Davon habe ich jetzt so Genüge. Ja, das Kupferdraht sollte ich vielleicht noch herstellen. Oh, dieses Geräusch. Dafür werde ich später einen eigenen Raum bauen. Ah, gute Idee eigentlich. Gute Idee. Kann ich ja mal kurz machen. Ich habe ja genug. Ich habe jetzt ja auch Lithium. Ne? Das heißt, ich kann jetzt ordentlich bauen. Hopp. Ich glaube, ich baue nach oben aus. Kann ich das? Ah, das glaube ich geht nicht so einfach. Und zwar, wenn ich nämlich jetzt hier einen Korridor... Bläh, nee, das geht natürlich nicht. Den kann ich da auch leider nicht so einfach hinsetzen. Ich brauche erstmal ein neues Fundament. Ganz einfach. Genau, so. Dann werde ich hier mal kurz die Luke entfernen. Man kriegt die Sachen übrigens zurück, was ganz praktisch ist. Ich wollte ja jetzt einen extra Raum für den Analyse-Dingsbums machen. Das werde ich auch glatt machen. Was fehlt mir? Macht gar nichts, okay. Und zwar hier... Yeah. Den kann ich da gar nicht errichten. Schade, schade. New technology created. Dann werde ich... Hier. Da wird ein extra. Mir fehlt Titan, ne? Das ist so schön. Jetzt habe ich keine Luke. Okay, da muss ich das nämlich nochmal wieder de-dingsen. What? Ach, wegen dem hier. Warning, 30 seconds of oxygen. Ja, ja. Lass mich rein. So, ich brauche mehr Titan. Hallo, darf ich mal Titan haben? Tja. Da braucht man auf jeden Fall immer einen Riesenvorrat an Titan. So, jetzt kann ich das erstmal wieder entfernen. Inventar voll, natürlich. Ach Gott, ist das nervig. Wenn ich crafte, dann sollte ich auf jeden Fall... Oder wenn ich baue, dann brauche ich erstmal nur eine Pressluftflasche. So. So, jetzt weg mit der Luke. Hin mit dem Dingels hier.
Ja, die Stabilität sieht nicht ganz so gut aus. So. Und dann würde ich hier gerne diese Luke bauen. Die kann dann hier nämlich erstmal weg. Die werde ich dann hier hinsetzen. Ha! Tür, öffne dich. Das wird mein Fragment-Analyseraum. Ha! So, dich bauen wir mal kurz ab. Kommst du mit? Hier, yeah, das ist doch ein wunderschöner Ort für dich. Findest du nicht auch? So, wunderbar. Das ist doch schön hier. So, jetzt müsste ich mich aber mal ein wenig daran machen, ein bisschen Verstärkung hier zu bauen. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Am besten da, weil da kann man sowieso keine Aussicht genießen. So, plus 7, ne? Das ist doch ganz geil. Und dann am besten noch... Jetzt geht mir der Titan aus, ne? Das ist natürlich richtig geil. Fischi! Nein, die kennst du schon. So, so, so. Ja, aber das ist eigentlich gut, weil ich müsste dann bald mal wieder Fische sammeln. Hm. Ja, mir fehlt mal wieder meine Standardressource. Das ist Quarz. Das ist auch immer so eine Sache. Richtig nervig. Quarz fehlt mir auch immer. Das ist einfach nicht so schön einfach zu finden wie zum Beispiel Titan. Hier, guck mal, das sind schon 4 Stücke Titan. Nochmal 4. 8. Jetzt haben wir schon 8. Und Quarz immer noch nichts. Das wächst meistens hier bei diesen grünen Büschen. Jetzt muss ich einmal schnell nach oben. Ah, wie ich sehe, sind wir gerade schon wieder bei jetzt 18 Minuten. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Danke fürs Zugucken. Ciao.